Voller Stolz präsentierten die Athleten die ersten deutschen Medaillen bei diesen Olympischen Spielen. Die Vielseitigkeitsmannschaft um Goldreiter Michael Jung und die Pistolenschützin Monika Karsch bescherten dem deutschen Team am vierten Wettkampftag einmal Gold und zweimal Silber. Vor allem die Olympia-Zweite Karsch zeigte sich auch am Tag danach noch sehr emotional. Also es war total spannend und toll und eigentlich macht mich das noch mehr stolz, dass das dann so klappt hat gestern. Und ja, also im Finale das dann so rüberzubringen und dass ich eigentlich genau das dort umsetzen habe können, was ich mir vorgenommen habe, das war einfach wirklich toll. Goldmedaillengewinner Michael Jung ist den Trubel nach einem Olympiasieg gewohnt. Bereits in London 2012 holte der Vielseitigkeitsreiter Gold. Damals wie heute ritt Jung auf seinem Wallach Sam zu Gold, dem auch bei diesen Olympischen Spielen besonderer Dank galt. Ich glaube, jetzt mit Sam ist einfach eine ganz besondere Beziehung. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Hab ihn jetzt 11 Jahre und das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Wir kennen uns richtig super. Nach 3 Tagen ohne Edelmetall sorgten die Vielseitigkeitsreiter und Karsch für die ersten deutschen Medaillen. Die Jagd nach Gold, Silber und Bronze kann jetzt so richtig losgehen. Okay.